Video. Meine lieben Freunde, es ist ein neues Video. Ja, es geht um den Krieg mit Palästina und Israel. Es war ja ein Waffenstillstand. Und, ja. Darüber müssen wir jetzt mal berichten, was es für Hurensöhne in Israel gibt. Erster Fakt. Ja. Leg los. Ja, okay. Ja, ich habe letztens so ein Video gesehen, das ist jetzt von It's Mad TV. Und zwar, ich sehe da Kinder auf einem israelischen Panzer. Also stellt euch das mal vor. Ich will auch dahin. Ich will auch für Israel kämpfen. Wo kämpft für Israel Amanakoyum? Ja, und dann interviewt ein Typ so welche Soldaten. Und dann sagt er so leid zu dem Kind: Na, hab ich euch heute die Waffen vorgestellt? Die Sniper, die 50er Kaliber. Die Handgranate, die man töten kann. Ganz ehrlich, ich will dasselbe in Afghanistan oder was weiß ich, keine Ahnung, Syrien oder so passieren. Dann würde in der Bild-Zeitung stehen, Kindersoldaten töten Menschen, was weiß ich was. Und ja, dann sieht man halt, wie falsch die Medien sind, ne? Oder warte, besser gesagt, wenn Palästina das gemacht hätte. Ja. Okay, es geht weiter. Okay, es geht weiter. Und zwar, dieser Krieg zwischen Palästina und Israel ist natürlich sehr hart. Ich habe letztens ein Video auf Facebook gesehen, das ist auch von It's Mad TV. Und zwar sind da so welche Amerikaner, die halten da irgendwie so eine Wasserflasche und da rennen so welche Slumdogs hinterher. Also so, ihr wisst ja, was ein Slumdog ist, ne? Sind arm und was weiß ich was. Und die haben gar kein Wasser, die kämpfen ums Überleben. Und diese Amerikaner machen sich darüber lustig, ich share es ins Internet, wie die eine Wasserflasche da halten und die Kinder verfolgen das. Also das ist wirklich echt traurig. Ich muss auch ganz schön was sagen. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, das Video, ich glaube, das stammt aus Irak, glaube ich. Ja, das ist ja, ich glaube, das war vorher, aber trotzdem finde ich nicht gut. Ja, und Ich habe auch letztens gesehen, dieses Interview. Tut uns leid. Ja, der sagt die ganze Zeit, halt's Maul. Deswegen muss ich lachen. Hat die Kamera auf mich gezeigt? Nein, man hat es nicht gesehen. Geh mal weiter. Okay, tut uns leid. Und zwar. Ja, und dann ist halt dieser Reporter. Da interviewt er so ein Kind. Sagt er so: Warum kennst du eigentlich so mit Waffen aus? Und ja. Warum halt, ne? Dann sagt das Kind, ich stelle mir immer tote Araber vor, das macht mich glücklich. Mein Gehirn, ne? Ich wüsste. Meine Gehirnzelle, ich wüsste. Und ZDF, die sagen, Palästina ist schrecklich. Israel kämpft mit Deutschland gegen Palästina. Das haben die wirklich gesagt. Nur etwas anders formuliert, ne? Ganz ehrlich, ZDF. Ohne die WM wäre euer Kanal. Ciao, wer guckt das überhaupt? Altersbeschränkung 80, ganz ehrlich. Zu Hause nichts mehr zu tun, letzte Gehirnzelle kaputt zu machen. Oh, Alter. Und ich habe auch im Facebook gesehen, da sind ein paar Missgeburten, die für Israel. Sie verteidigen Israel, ich weiß gar nicht, wie es geht. Und zwar würde ich sagen, da war so ein. Typ, ne, was er sich, der war 18 Jahre alt und der kann da gar nicht schreiben, ne, der schreibt da, schau mal im Irak oder in Syrien, da siehst du Menschen Gott Kinder Kopf schneiden. Hey, was? Sag doch mal. Schau mal im Irak, in Syrien, siehst du Menschen Kinder Kopf schneiden. Das hat er geschrieben, der kann gar kein Deutsch, obwohl er Deutscher ist. Und der hat noch so einen ägyptischen nennt man das, Profilbild. Boah, Alter, ich schäme mich gerade wirklich, das zu sagen, ne, ich wüsste ja. Und zweiter Fakt, also das ist jetzt ein anderes Thema. Deutschland hat ja die WM gewonnen, das ist ja eigentlich schon längst out. Aber ganz ehrlich, ich will euch mal was sagen. Macht euch bereit. Ich habe mir aus der Türkei ein FC Porto Trikot geholt mit Martinez drauf. Oh! Okay. Ja.
wie man halt sagen wird, ist ja Deutschland Weltmeister und ja. Aber ganz ehrlich, nur 3 Tage wurde das gefeiert. 2 Tage und danach. Und dann sagen alle, ey, wusstest du, dass Deutschland Weltmeister ist? Sagt der andere, was ist Deutschland? Sagt er so, ja, keine Ahnung, was auf Deutsch, keine Ahnung, was Deutschland ist. Mein Bein tut weh, ne? Ich wüsste. Der 3. Fakt ist vielleicht der vorletzte oder der letzte, weiß ich jetzt nicht. Ich habe ein neues Handy. Damit würde ich jetzt immer filmen. 3. Fakt, ich werde jetzt ab sofort auf Facebook sagen, was für Videos ich hochlade und weiteres. Und das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und kurze Info noch. Unsere T-Shirts mit AB und Alessio Baba, die, also wenn wir etwas mehr Geld haben, so was weiß ich. Warte, stopp kurz. Post es auf Facebook und sag am Ende dein Facebook-Namen. Ja, okay, weiter. Ja, mein Facebook-Name ist Basaran, das heißt Emre AB. Sag Emre EB. Emre EB heißt. Emre EB und ja. Ja. Was habe ich gerade eben noch gesagt? Ne? Da würde ich einfach ein Bild posten von dem T-Shirt, weil man sieht es jetzt nicht. Ja, egal, mach weiter. Und ja. Ich will nur kurz was sagen. Ich habe Probleme, Videos zu machen, ja? Ihr gebt mir einfach so Offenheit. Deabonniert. Nein, ich brauche euch noch. Gebt mir einen Like. Damit spendet ihr 1 Cent in Afrika. Kennt ihr diese Leute? Ich schwör's dir. Alex, kennst du so welche Leute? Ja. Naja, egal. Naja, ich bin jetzt raus. Und warte. Ja. Sag, dass du noch mehrere Videos machen wirst in der nächsten Zeit. Ja, ich werde noch in der nächsten Zeit ein paar Videos machen. Und morgen, meine lieben Freunde, kommt der neue Blog. Ich glaube, das ist schon Blog Nummer 5 oder Nummer 6, oder? Ja, irgendwas damit, ja. Blog Nummer 5, Nummer 6. Und dann gehen wir ins Kino. Wir gucken vielleicht Planet der Affen. Nein, ich weiß gar nicht, ob wir ins Kino gehen. Aber egal, wir werden das. Wir werden noch einen Blog. Wir werden einen Blog machen. Ist egal. Ja, und wenn wir ins Kino gehen, was gucken wir? Transformers oder Planet der Affen? Ist mir egal. Das heißt ein Blog. Egal. Keine Ahnung, jetzt schon mit Blog angefangen, das haben wir immer so weitergemacht. Blog. Ja, ich weiß. Egal, mach. Und kennt das, wenn Alberto das macht? Okay. Ich hab Schluck auf, Alter. Okay, wir werden morgen einen Blog machen. Ciao. Blog. Was? Besserwisser. Okay, tschüss.